Herzlich willkommen zum Oster-Countdown aus Dilbrecht. Noch 3 Tage bis Ostern. Wo du hingehst, da will ich auch hingehen. Wo du bleibst, da bleibe ich auch. Das in diesen Worten, da steckt oder eine große Sehnsucht drin. Eine Sehnsucht nach Nähe, nach Geborgenheit, nach Zusammenhalt und Treue. Bekannte Worte sind das. Viele Ehepaare haben sich diese Worte ausgesucht als Trauspruch. Aber die Worte gehen weiter. Dein Volk ist mein Volk und dein Gott ist mein Gott. So steht's im Buch Rut, Kapitel 1, Vers 16. Und im Hebräischen steht das dann noch eigentlich viel direkter als im Deutschen. Da steht so ungefähr, dein Volk, dein Gott, mein Gott. So fast schon wie eine Schwurformel. Heute am grünen Donnerstag, da erinnern wir uns normalerweise an das letzte Abendmahl, das Jesus mit seinen Jüngern feiert. Und wenn man darüber nachdenkt, was Gründonnerstag bedeutet, kommt man vielleicht auf die Idee, das hat etwas mit grüner Soße zu tun. Ja, und vielleicht hat man schon sehr lange grüne Kräuter an diesem Tag in der Fastenzeit gegessen. Aber noch wahrscheinlicher ist, dass sich das von dem altdeutschen Wort grienen oder greinen ableitet. Das kennt man vielleicht sogar noch als weinen. Und eine Person in der Bibel, die viel geweint hat, das war vermutlich auch die Ruth. Sie kommt aus dem Land Moab und heiratet diesen Dazugezogenen, den Mann aus Israel, der ja wegen einer Hungersnot in ihr Land gekommen war. Und leider stirbt ihr Mann sehr früh, zu früh. So wie auch der Mann ihrer Schwester, so wie auch der Mann ihrer Schwiegermutter. Und sie entschließt sich dazu, mit ihrer Schwiegermutter, die ja mittlerweile auch Witwe war, nach Israel zurückzugehen. Beide müssen sich um ihr Überleben kümmern. Und das wäre wahrscheinlich der einfachere Weg gewesen für sie, in ihrer Heimat in Moab zu bleiben. Aber sie vertraut eben auch diesem Gott, den sie irgendwie kennengelernt hat und ist dazu bereit, in ein fremdes Land zu gehen und dort sich einzuordnen in die allerunterste Stufe der sozialen Hierarchie. Denn ohne einen Versorger zu leben, hieß damals, man weiß eben morgens noch nicht, was abends auf den Tisch kommt. Und umso erstaunlicher dieses Gottvertrauen, das sie entgegenbringt. Letztlich sagt sie damit auch, dein Gott ist anwesend. Er ist da. Und so muss die Ruth raus auf die Felder, Korn zu sammeln, Nachlese zu betreiben, abhängig davon zu sein, dass die Schnitter noch ein wenig übrig lassen und nicht allzu genau hinschauen. Aber das sollen sie auch nicht, das ist das Gesetz Gottes, dass sie etwas auf dem Feld übrig lassen für die Armen zur Nachlese. Dort auf diesen Feldern lernt sie Boas kennen, der Erlöser für sie, der das Blatt für sie wenden kann. Sie lernen sich nicht nur kennen, sondern er heiratet sie auch und sie bekommen einen Sohn. Dieser Sohn wird der Großvater von König David. Und somit steht auf einmal Ruth in der Ahnenliste von Jesus. In seinem Stammbaum ist sie eingetragen im Matthäusevangelium, wie auch schon Rahab und Bathseba. Und so kommt sie hinein als eine Frau, wo im Leben nicht alles glatt gelaufen ist, wo vieles schief gelaufen war. Eine Frau, die vertraut hat. Und so vertraut, dass Gott eben gegenwärtig ist. Und das ist die große Zusage.
die Jesus Christus uns gibt. Die Zusage, die aber verbunden ist mit einem Auftrag und die verbunden ist mit der Gewissheit, dass wir nicht irgendjemandem nachfolgen, sondern dem König der Könige, der alle Gewalt im Himmel und Erden hat. So steht es im Matthäus-Evangelium Kapitel 28, Vers 20. Da spricht Jesus als der Auferstandene. Mir ist gegeben alle Gewalt im Himmel und auf Erden. Darum geht hin und lehret alle Völker, taufet sie auf den Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes und lehret sie halten alles, was ich euch befohlen habe. Und siehe, ich bin bei euch alle Tage bis an der Weltende. Diese Worte stecken drin. In diesem, wohin du hingehst, will ich auch gehen. Dein Gott, mein Gott. Und so nimm dir heute 15 Minuten wieder Zeit, um das zu erfassen, was im Matthäus Evangelium Kapitel 28, Vers 10 steht. Da steht nicht einfach nur, ich bin bei euch, sondern da steht auch noch was dabei. Und das ist eine Beiordnung. Es gehört beieinander, es gehört zueinander. Ich kann nicht einfach nur das eine rausnehmen und das andere lassen. Lies das und lies auch aus dem Buch Ruth im Alten Testament, das Kapitel 1. Sei gesegnet.